Ich bin hier beim Street Food Festival in Düsseldorf. Wirklich, wir sind eine Minute hier. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viel leckeres Essen. Es riecht so gut. Als allererstes eine kreolische Spezialität, venezuelische Arepa. Die Süße von den Bananen knallt einen direkt komplett aus dem Leben. Porchetta, Bahnferkel mit 15 Kräutern. Crispy, herzhaft. No joke, alles hier ran. Einfach krass. Wir haben hier als Probierbite einmal Bauchspeck doppelt frittiert. Und jetzt hier deren Take auf das traditionelle Chicken Adobo. Und jetzt hier Fried Chicken. Es ist soweit, die Sweet Spots sind eingeleitet. Wir haben hier afrikanische Quarkbällchen. Rein da. Kennt man den Geschmack? Man kennt ihn nicht. Fluffy, crispy, geiler Snack und auch am fairer Preis. Okay, sehr krank. Das ist so einfach die Frucht gefroren. Apfelbeeren, Apfel Dark Chocolate, Apfel Vanilla White Chocolate und Apfel Karamell. So eine ganz klassische Vanillesoße, die so, die drängt sich nicht so in den Vordergrund. Das ist einfach eine stabile Vanillesoße. Scharfes Messer und Topf. Alles, was wir gegessen haben, war echt lecker und manche Sachen waren krass.